Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Dark Age of Camelot. Juhu! Hi Brausewind! Hallo! Wir machen mal wieder das BG unsicher. Tidranki. Alles wird erzittern. Alles wird erzittern und uns zu Füßen legen. Ich habe mir auch schon einen Tomten geholt. Bin also zu jeder Schandtat bereit. Ah, da ist Uiuiui. Uiuiui hat mich vorhin angeschrieben. Wird vielleicht gleich mit uns ein bisschen mitlaufen. Ist jetzt aber wohl AFK. Wir werden sehen. Ja gut, dann häng dich mal ran. Schlacht intakt. So. Pet ist auf defensiv. Ich glaube, das war die optimalere Einstellung. Wir haben immer noch keine Wassertränke, also Nereid-Tränke, Nerei-Tränke, Nerei-Tränke. Ich weiß auch nicht genau, wie sie denn jetzt heißen. Da vorne läuft ein Alp, also ein Freund. Ach, war er das schon wieder? Irgendwas verschwand da gerade hinterm Horizont. Ich schau mal eben, wie viele Leute gerade in Tidranki von unserer Seite on sind. 13, es sind immer 13. Ist ja witzig. Und dann mal rüber zu den Midgardern. Es ist ab und zu mal ein bisschen Killspam, auch von unserer Seite. Und wie man hier im Chat sieht, ist auch ein bisschen was los. Also die Leute sind aktiv und geben auch Infos durch. Was ich auch gerne machen würde, wenn ich Infos hätte, beziehungsweise wenn ich gleichzeitig kämpfen, gewinnen und tippen könnte. Cool, laufe ich mal so rum. Aber so ein bisschen reicht ja auch schon das Hin und Wieder gewinnen. Eben. Ja, wir waren ja letztens hier an der Brücke gar nicht ganz unerfolgreich, muss man sagen. Die mehr von unseren Taten wird jetzt noch da erzählt. Ja, wir sind schon quasi die Charaktere von Legenden und Sagen. Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Legende und einer Sage. Vielleicht kennen sich ja unsere Zuschauer mit sowas aus. Ist das einfach nur zwei unterschiedliche Begriffe für ein und dieselbe Sache? Oder ist es tatsächlich was anderes? Da kommt ja jetzt noch ein dritter Begriff dazu. YouTube. Wie bitte? YouTube. Achso, ja. Legende, Sage, YouTube. Natürlich. Natürlich. So. Wie heißt der Name? Maetresse? Oder Mätresse? Ha, ha, ha. Maetresse, ich bin ja auch ein Vogel. Hat auf jeden Fall jemanden gekillt. Es sind also Feinde da, sie sind killbar. Sie sind nur nicht da, wo wir sind. Ich habe noch gar nicht geschaut, wem eigentlich das Keep gehört, aber wenn ich das da hinten... Ich habe da gerade mal kurz die Fahne aufblitzen sehen. Wenn ich das richtig deute, sind das doch wieder die Midgarder. Mätresse sucht jetzt auch eine Gruppe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich schon Gruppen bauen will. Oder ob ich noch ein bisschen quasi als Zweierteam Erfahrung... Und da ist Ink. Lösen bitte, Stick lösen. Es ist ein Zwerg. Sprinten. Ja, der wird uns entkommen. Ja. Der läuft zum Keep. Den kriegen wir nicht mehr. Abbrechen, Sprint aus, wieder dranhängen. Brausi, zurück. Oh, bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Ja. Du rennst immer noch. Hey, wo bist du? Ja, jetzt habe ich du gedreht. Du läufst immer noch in der falschen Richtung. Jetzt komm nochmal zurück. Ich hatte doch gedreht. Da hast du gesagt, du läufst in die falsche Richtung. Ja, weil du mir total... Ja, du hast jetzt die Wache geholt. Das ist eine Wache nur. Komm. Also, dann renne ich lieber weg, glaube ich. Ja. Wenn die dich jetzt nicht umhaut, aber du bist ja ein Tank. Da draußen ist auch einer. Komm, da ist einer. Ein Stinke-Kobold. Nee, ich dachte, das erst wäre ein Luri.
Ach, der ist außer Range gerannt. Versuche jetzt auch gerade dem. Ja gut, jetzt hau mal die Wache um. Die müssen wir ja loswerden, sonst kommen wir eh nicht weiter. Also. Wollt ihn anticken, ne? Wäre manchmal schon ganz sinnvoll. Ja, das kann helfen. So. Jetzt haben wir natürlich beide unseren super roten Speed verloren. Macht aber nix. Komm hier ran. Ich bitte unsere Zuschauer um Verzeihung. Hey. Du bist dran, ne? Ich kann laufen. Ich laufe hinterher, also ich bin nicht dran, aber... So. Ja, du müsstest ja auch den Speed haben. Kann ich das irgendwo sehen? Sind zu viele Buffs. Ja, dann sind wir gleich wieder... in unserer Heimat sozusagen. Haben auch mal Feinde gesehen. Aber bis auf den spannenden Kampf gegen die Wache war jetzt noch nicht so viel dabei. Vielleicht bei der nächsten Runde etwas mehr Glück. Kommt das denn, dass ich immer, wenn ich aufnehmen will, so niesen muss? Habe ich irgendwie eine Aufnahmeallergie? Wirklich. Ich schaue links, ich schaue rechts. Aber nichts zu sehen. Ich sag mal, wir gehen nochmal zurück zum Keep und holen uns da den Speed, bevor wir die nächste Runde starten, sonst laufen die uns nämlich alle davon. Dass alles Feiglinge sind? Ja, wir auch. Bloß die können schneller rennen. Warum? Die rennen ja vorweg und wir rennen hinterher. Och, ein Baum steht im... Ein Baum steht immer im Weg. Ja, letzte Mal sind wir immer weggerannt. Erfolglos. Wenn du jetzt durch die Keep-Tür gehst, gehe ich denn da mit, oder? Nee, das musst du manuell machen. So, jetzt muss ich noch mal kurz gießen, wo wir gerade hier stehen. So, da bin ich wieder. Kennt ihr das, wenn man niesen muss, aber der Nieser kommt einfach nicht? Kann einem schon mal bei der Bahn passieren, dass man am Bahnhof steht und dazukommt. Ach, da ist Uiuiui. Jo, ich lade Uiuiui einfach mal in die Gruppe ein, weil warum nicht? Ja, Tag auch. Ich kann nicht mehr schreiben. So, Tag auch. So, gibt's noch einmal schön Pom. Oder wie auch immer man das in Albion nennt. Und dann laufen wir einfach mal los. Jetzt zu dritt sollten ja die Gegner keine Schnitte mehr haben. Noch mehr Angst kriegen, oder wie?
Vielleicht laufen sie jetzt noch schneller. Ich versuche gerade zu sehen, ob die bei unseren Dachsen sind. Manchmal tauchen da ja welche auf. Nein, da ist was. Das ist ein Norse, ein Norse, ein Norse. Aber er hat sich getarnt. Norse. Geh Schleicher. Komm, komm, komm raus. Zeig dich. Ne. Grüß mich mal. Nicht zu sehen. Ja gut, dann häng dich mal wieder dran. So, jetzt probiere ich mal Trick 17. Ich laufe da hinten bis aus der Sichtweite. Mach dann einen Bogen hinter dem Hügel entlang. Weil der Schleicher ist ja langsam, der kommt nicht weit. Und vielleicht geht der jetzt... Oh, links, Bone Dancer. Alle, die da stehen, sind da, ne? Das sind alles Pets, bis auf den Kleinen, der vorrennt. Mach mal Sprint. Den werden wir nicht mehr kriegen, ne? Ne, haut ab. Ja, okay, kriegen wir nicht. So, gut, dann können wir trotzdem nochmal versuchen, den Schleicher auszutricksen. Diesmal von der anderen Richtung. Laufe ich da und wenn das so aussieht, als wären wir Richtung Hip abgehauen, mache ich den Bogen, laufe hinter dem Hügel entlang, komme zurück zu unserem Keep, wo hoffentlich gerade der böse Schleicher versucht, arme, wehrlose Albiona zu meucheln. Also. Also es ist ein super raffinierter Plan. Aber ganz, ganz super raffiniert. Da sehe ich Dachse, Dachse, Dachse. Wie steht denn heute der Dachs A auf allen Vieren? Und zwar ganz flach. So, Schleicher ist nicht zu sehen, wie es ja bei denen oft der Fall ist. Die machen sich ja einfach unsichtbar. Wie lange bleiben die unsichtbar? Solange sie wollen. Beziehungsweise also. Bis sie in Kampf verwickelt sind. Aber da sie unsichtbar sind, werden sie selten gegen ihren Willen in Kampf verwickelt. Ich meine, das wäre ja auch noch eine Idee, ne? Brausewind und Deutran, das Schleicher-Duo. Oh ja, gute Idee. Ich könnte mich auch mal wieder ein bisschen buffen. Hast du übrigens den lustigen Kommentar gelesen, Brausewind? Du solltest Hörbücher vorlesen. Verlangen deine Fans. Sie schreien danach. Was soll ich vorlesen? Also erstmal solltest du die YouTube-Kommentare lesen und da steht dann drin, Brausewind, der hat so eine angenehme Stimme, der soll doch am liebsten mal ein Hörbuch vorlesen. Also. Beziehungsweise ein Buch vorlesen, wodurch es zum Hörbuch wird. Denn wenn man ja ein Hörbuch vorliest, ja egal, lassen wir das Thema. Dann ist die Frage, ist es dann noch ein Buch? Ist mehr Hör als Buch dann. Ja. Hörbuch schreiben geht nicht und Hörbuch vorlesen geht auch nicht. Alles so Sachen, die sich einfach widersprechen. Man kann Hörbücher eigentlich nur hören, ne? Das ist ja schon eine Einschränkung. Aber halt. Man kann Hörbücher aufschreiben. Kann ja Hörbücher auch nicht hören. Weil es ja keine Hörbücher gibt. Entweder sind es Hör- oder Bücher. Aber keine Hörbücher. Wo wir uns gerade hier im Tal der Sinnlosigkeit befinden, wir müssen mal einen kleinen Cut machen, denn die erste Folge dieser Aufnahmesession ist schon wieder vorbei und die Folge, wo sind wir eigentlich? 181 oder sowas in der Art schon? Ich habe gerade keinen Überblick. Egal.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und Cut.